Herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge Resident Evil 2. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter weglaufen, weil er ist ja wieder unterwegs. Oh, jetzt hat er aber uns komplett erwischt. Autsch. Komm, lauf. Oder was haben wir? Wir haben nicht mal nachgeladen. Aber er hat uns in Ruhe gelassen, wenigstens etwas. Wir müssen hier auf der Etage bleiben. Exit, das ist ja schon mal gut. Dann müssen wir hier raus. Und ich hoffe, der Tresor da hinten bringt mir jetzt ein bisschen was weiter. Die Zeilenkombination haben wir ja schon mal. Wartezimmer. Haben wir hier die Kombination? Oh ne, Wartezimmer, wir sind falsch. Okay, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen vertan. Da steht da was Nützliches drin, ne? So, ich habe jetzt die Kombination jetzt gefunden und das wäre jetzt 6-mal nach links, 2 nach rechts, 11 nach links. Ja, dann probieren wir unser Glück mal und hoffen wir mal, dass das jetzt genau der richtige Ort hier ist, wo ich hin muss. 6, 2, 11. Okay. Jo, das ist der. Und was haben wir? Eine Zündbremse. Ich glaube, das, was ich da mache, ich das da lieber drauf. Kann man den irgendwie einsetzen? Kombinieren und mit denen, ne? Super. Das ist doch schon mal was Gutes. Er ist auf jeden Fall wieder unterwegs. Aber... Oh nee, war, ist das jetzt dein Ernst? Kommst du auf einmal von der Seite? Da, so sieht er aus. Und Wiedersehen. Wo kommst du auf einmal her? So, aber erstmal muss ich erstmal gucken, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Also wir brauchen zunächst, einen Wagenheber, den wir bis jetzt immer noch nicht gefunden haben. Den Aufenthaltsraum habe ich noch nicht durchgeschaut. Da auch noch nicht. Wieso ist denn hier noch alles rot? Kombinationsraum. Wir müssen mal gucken. Warte mal, wir gucken jetzt erstmal hier unten. So, da haben wir ja schon mal nichts. Ah. Runter. Auch nichts. Dann haben wir hier... Haben wir noch was gefunden? Auch noch nicht. Da ist auch noch alles durchsucht, aber nichts gefunden da. Bezüglich deswegen ist gefunden. Und der kommt echt. Der kommt raus. Der kommt raus. Okay. Wir haben jetzt erstmal den grünen Schlüssel. Wir haben den Herzschlüssel noch nicht gefunden, weil die Räume fehlen mir. Und das sind gute 3 Räume, die mir jetzt fehlen. Und was mir echt viel anfangen kann. Blaues Kraut bringt mir nichts. Was haben wir jetzt hier? Kombination. Da kommen wir nicht rüber, da wären wir drüber gewesen. Aber wie komme ich denn jetzt dahin? Merkwürdig. Wir hätten einfach nur da weitergehen müssen.
Eingangshalle. Aber das ist doch derselbe Weg, nur auf der anderen Richtungsseite. Ich müsste zurück. Aber da komme ich nicht rein. B1, was haben wir hier? Da fehlt mir immer noch dieses Tür. Okay. Da fehlt mir die Schlüsselkarte. Das hat der ja der eine da. Das ist schon mal nicht gut. Ich guck da mal kurz weiter und würde sagen, bis gleich. So, jetzt habe ich erstmal nachgeschaut, wie ich jetzt erstmal gehen muss. Also, wir sind gerade aktuell auf der zweiten Etage. Ich müsste erstmal wieder runter und den gehendsten Weg zum Büro Westseite rein. Dann werden wir auch erstmal den Knopf bestätigen. Ich hoffe, da ist auch was Nützvolles drinne. Und dann habe ich hier noch was gefunden. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme, aber ich denke mal, das könnte nützlich sein. Also erstmal runter zur ersten Etage, außer der wird mich jetzt die komplette Zeit verfolgen. Wir sind jetzt erstmal in der ersten Etage runter. Dann bin ich jetzt richtig. Nö, ich hätte die andere Türe reingehen müssen. Genau. Genau hier muss ich hin. Den ganzen Weg dann wieder zurücklaufen. Und dann haben wir jetzt hier den Knopf für den dritten. Kurz schauen. Da haben wir hier die 103. Ist das echt jetzt der einzige Knopf, der mir fehlte? Kann nicht sein. 203, 103, 209. Okay. 103. Haben wir Messer. Okay, das ist nicht gut. Und eine Tasche. Sehr hilfreich. Bringt mir auf jeden Fall was mehr, als ich jetzt gedacht habe. Wenigstens wieder ein bisschen mehr Platz. Ich rüste mich immer mehr auf. Das ist doch die Hauptsache. Irgendwas vergessen? Ja, ein Messer nehmen wir noch gerne mit. Und jetzt haben wir alles. Wieso muss ich diesen Raum noch durchsuchen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Scheinbar übersehen. Autsch. Geh weg. Wir haben hier noch was entdeckt. Schießpulver. Und was haben wir da hinten? Ach so, das ist der Raum. Zum Kombinieren, aber was bringt mir das jetzt gerade? Kombinieren kann man damit gar nichts. Ah, okay, dann ist das also Fehlalarm gewesen. Blendgranate bringt mir auch nicht viel. Da ist ein Fenster. Okay. Dann haben wir das, aber nichts Nützliches dabei gewesen. Pistolenmunition mal 10. Dann haben wir auch Pistolenmunition. Da komme ich nicht durch. Und hinten die Treppen hoch. Da habe ich auch noch irgendwas übersehen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich in dem Raum noch was finde. Aber ich schaue jetzt erstmal weiter. So, ich habe jetzt noch einen Raum gefunden, und zwar den wir nicht noch waren. Das ist der Abstellraum. Aktenraum ist das sogar. Jetzt heißt, wir müssen erstmal dahin laufen. Das heißt, über die Büroseite, Westseite müssen wir rüber, zum Empfang rüber und dann da durchgehen. Ich denke mal, das müsste jetzt nicht so schwer sein. Vielleicht hoffe ich mal, dass uns da irgendwas weiterhelfen. Ich sag mal so, kritischer Zustand plus kein Leben mehr, nichts mehr. Läuft. Geh rein. Ja, läuft bei uns.
Gut, das ist erstmal dringend heilen gehen. Ja, wir müssen zur Empfangshalle rüber. Bin ich froh, dass ich mir das gespart habe. Nein, du küsst mich nicht. Du auch nicht. Ich bin mal weg. Okay, der will mich halt aufhalten, so. Ich meine, das wäre aber ein grüner Schlüssel. Ja, wohl, das den haben wir nämlich. Bitte sei da wenigstens der Wagenheber drin. Da ist was. Schießpulver. Okay, das bringt mir nicht viel weiter. Nichtsdestotrotz muss ich... Was ist das denn? Werkzeug, da ist es doch. Sehr gut. Was haben wir hier? Granate. Okay. Zumindest haben wir jetzt schon mal den Wagenheber. Ist mir aber auch keine Ruhe, wa? Ich muss da raus. Danke schön, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Das heißt jetzt erstmal... Einfach mal laufen. Einfach mal rennen. So, jetzt können wir wenigstens auf die Karte gucken. Wir müssen zweite Etage wieder hochlaufen. Genau, dann sind wir in der zweiten Etage oben und dann haben wir hier oben noch den Wagenheber. Oh, bitte. Funktioniert jetzt, dass wir jetzt hier endlich weiterkommen. Das ist ja komplizierter, als ich dachte. Wir schließen das Ding jetzt mal an. Es funktioniert. Jawohl. Ah, kommt doch von der anderen Seite. Haben wir es genug? Nee, haben wir nicht. Jetzt aber. Bleib auf dem Boden liegen und gut ist es. Bitte reich, bitte reich. Dann muss man noch einen zweiten. Den dritten, meine ich, dazu holen. Ja, wir müssen sogar noch den dritten dazu holen. Dann kommen wir auch nicht rüber. Noch einmal, komm. Ah, noch eins. Oh je. Komm hoch, schnell, schnell, schnell. Leise vorbei. Okay, wir haben es schon mal geschafft. Wir sind jetzt endlich mal ein Stück weitergekommen. Neues Gebiet, neues Glück. So viel zum Thema, so neues Gebiet, neues Glück. Hat ja wohl im Endeffekt. Das scheint die Kiste zu sein. Okay, die droht also zu brechen. Haben wir hier ein... Passt das rein? Passt rein. Wir haben das zum Glück. Schätzungsweise den brauchen wir noch. Entweder hat der ein Gespür dafür, dass ich immer wieder unterwegs bin, oder... Okay, das passt schon mal nicht rein. Das hat nicht geklappt. Naja, müssen wir halt ein anderes finden. Wäre ja aber auch zu schön im Wartezimmer, wenn das geklappt hätte. Wir haben aber hier noch ein System. Kleines Zahnrad. Da passt das große rein.
Die Maschine läuft also auch. Ob die Uhrzeit schon wage ich zu bezweifeln, aber ich denke nicht. Jetzt haben wir das Kleine und jetzt müssen wir nach unten. Und den dann da einsetzen. Wo haben wir das Ding da? Hm, passt doch. Jetzt meine ich, müsste der Ohrenturm jetzt laufen, aber ich frage mich jetzt, wie soll man in einer Kiste kommen? Ja, das ist es. Das zweite Elektroteil. Ich muss darüber keinen Bericht schreiben. Keine Sorge, du musst darüber keinen Bericht schreiben. Zumindest haben wir das Teil schon mal. Das ist sehr gut. Ich frage mich nur, wie viele Teile muss ich davon jetzt suchen? Weil das, wenn es das jetzt das zweite ist. Ob es jetzt auch noch ein drittes gibt? Perfekt. Jetzt haben wir zwei von denen. Unsere nächste Mission, die Generationskarten bekommen. Ah, okay, das sind dann also die letzten zwei gewesen. Nichtsdestotrotz muss ich nochmal kurz auf die Karte gucken, was es hier so Schönes gibt. Kräuter auf der rechten Seite. Nehmen wir direkt mit. Dann haben wir hier alles bekommen. Das heißt, für mich müssen die Türe rein. Da ist noch ein unbekannter Raum. Okay, wir haben es noch so gerade so geschafft, bevor er es überhaupt bekommen hat. Ah, eine verschlossene Türe. Das heißt, wir hätten hier gar nicht reingehen. Ui, was ist das für eine Waffe? Die ist cool. Gefällt mir. Unser Inventar ist einfach komplett wieder voll. Da hinten ist noch eine Türe. Sagen, gehen wir mal hin. Ah, das war Herz. Den Schlüssel habe ich aber nicht. Und wir sehen gerade hier, den Schlüssel können wir auch wieder wegwerfen. Haben wir alle Räume wieder benutzt. Strohflintenmunition. Da geht es ja wieder nach draußen, aber ich will ja halt... Vierte Etage gibt es einfach gar nichts. Ah, das ist der Uhrenturm. Also im Endeffekt, ich muss wieder zurück. Das heißt, zurück zum Haupteingang. Wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Wo ist denn der jetzt? Naja, jedenfalls, wir müssen da wieder hin, wo wir zuletzt ausgekommen sind. Aber das Tor lässt sich nicht aktivieren. Ah! Mist, der hat uns entdeckt. Er hat uns entdeckt. Ich habe, glaube ich, eine andere Idee. Lass mich. Ich
habe anderes zu tun. Läuft bei uns. Wir haben im Prinzip keine Heilung mehr. Obwohl, warte, doch, da. Ein bisschen, aber... Scheißdreck. Lass mich in Ruhe. Treffen Sie mich jetzt zweimal, habe ich ein kleines Problem. Oh, daneben gesprungen. Immerhin, komm, komm. Rein durch die Türe. Sehr gut. Wir haben es schon mal geschafft. Die Frage, haben wir jetzt auch genug Munition, weil es könnte jetzt hier alles Mögliche passieren. Aber erstmal gehen wir uns dann in der nächsten Folge die Karte holen. Wir haben es auf jeden Fall erstmal geschafft, die zwei Elektroteile zu finden. Wir haben den Uhrenturm in Gang gesetzt und haben heute auch wieder viel erreicht. Wir sind auch wieder nicht gestorben. Das ist schon mal was Gutes. Sind zwar schwer verletzt, aber es heißt mittelverletzt. Ist zwar noch Warnung. Wir haben keine Kräuter mehr. Kann ich auch nicht benutzen, weil es nicht... Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.